So, ich schieb mal nochmal einen hinterher, weil sich Leute beschwert haben, und zwar die, die mich mobben, gaslighten und bis heute diskriminieren. Unterstell mir, das durfte ich gerade lesen, dass ich keinen Schwerbehindertenausweis hätte und hier sehr viel Fake betreibe. Ich fange mal an, dieses Gerücht aus der Welt zu streuen und fordere jene auf, die mich weiter mobben und zu diskriminieren, damit aufzuhören. Hier ist mein Schwerbehindertenausweis. Ich stecke den im Portemonnaie jetzt wieder nach vorne. Jetzt brauche ich den ja wieder für so eine Aktion wie jetzt. Ansonsten unterwegs brauche ich den zum Glück gerade nicht mehr. Das war mal anders. Darüber ist die Telefonnummer meiner Therapeutin für den Notfall. Das decke ich jetzt ab. So, hier ist mein Schwerbehindertenausweis. Der Rest auf dem Ausweis geht euch nichts an. Reicht euch das? Euer Misstrauen war ungerechtfertigt, das dürftet ihr spätestens jetzt gemerkt haben. Ich verlange keine Entschuldigung, aber bitte kehrt um und geht den Weg des Herzens und den Weg durch euch durch, egal was euch Angst macht, egal was ist, es passiert alles für euch. Aber bei mir seid ihr mit eurem Misstrauen total an der falschen Adresse. Ich kann euch noch was zeigen. Dank Spenden habe ich Schuhe gekriegt, meiner Gesundheit förderlich sind, weil ich Funktionsstörungen in den Füßen habe. Fragt meine Eltern. Nee, die möchte ich nicht mit reinziehen. Fragt die nicht, lasst die in Ruhe. Das sind die neuen, die habe ich vor ein paar Monaten kaufen können. Die habe ich jahrelang vorher schon getragen. Ich hatte kein Geld für neue. Wo ich die hingepackt? Da. Mal so ein Beispiel. Ich muss die irgendwo hinstellen und abfilmen. Dann wird es ein bisschen dreckig. Das nehme ich jetzt mal in Kauf. Da hinten waren Spinnweben. Ja. Spinnweben könnt ihr ignorieren. Aber das sind meine Schuhe. Ja, soll ich damit durch den Winter laufen? Habt ihr es euch vorgestellt? Liebe Statusum, alle Menschen, die mich mobben. Ja, ich trage meine Sachen auf. Ich trage meine Sachen alle auf. Nur irgendwann ist halt Schluss. Ja, und für meine Füße brauche ich sowas. Und ich habe noch nicht mal Winterschuhe. Ich habe keine Winterschuhe, die für mich gesund sind. Oh, die Linse ist dreckig. Läuft die Kamera? Ja, okay, manchmal drücke ich nicht drauf. So. Gleiches gilt für meine Hose. Da hilft mir jemand, eine neue Hose zu bekommen. Vielen lieben Dank. Es ist noch nicht so weit, aber sie hat mir bis hierhin auch immer wieder geholfen. Namentlich möchte ich hier keinen reinziehen. Ich beschütze euch alle. Ich versuche, dass sie anonym bleibt. Und ihr gehört nicht in die Öffentlichkeit. Ich weiß, was es bedeutet, Aufmerksamkeit auszuhalten, vor allen Dingen negative Energie, die auf einen geschürt wird. Und ihr habt das ja von mir quasi auch gefühlt, als ich dann lauter wurde, wenn von mir was kam. Also letztendlich ist es das, was auf mich gefeuert wurde, das kommt zurück. Ja, aber ich bleibe in der Liebe. Ihr habt meine Beiträge gesehen. Ich habe jetzt drei Beiträge gemacht, Leute. Ich mache jetzt gleich Feierabend. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe ein bisschen was gegessen. Ich bin kaputt. Ich brauche Ruhe. Mein Körper braucht Ruhe. Und ich bin gezwungen, diese Videos zu machen. Dringende Hilfe. Ich verweise nochmal auf mein vorletztes Video, letztes Video. Ich habe mir meine Wohnung nochmal ein bisschen offenbart. Was habe ich noch? Also transparenter also ich finde es, ich möchte es nicht bewerten. Das macht alles schlimmer. Aber es ist einfach so. Bitte, liebe Leute, alle, die mich da torpedieren, kehrt bitte um. Ihr habt euch verrannt, ihr irrt euch in der Sache mit mir und wir räumen das hier aus dem Weg. Und wenn ich mich rechtlich verteidigen muss, dann kommt spätestens dann alles auf den Tisch. Ich würde mich vorher lieber energetisch versöhnen, dass wir Ruhe haben. Wir müssen ja nichts miteinander zu tun haben. Aber bitte lasst mich in Ruhe. Hört auf, einen Behinderten zu diskriminieren. Über TikTok, über YouTube, dieser ganze Hass, der mir da entgegenkommt. Ja, also. Was für eine Welt leben wir eigentlich? Wir können das doch besser. Wir können das besser. Ich brauchte Licht. So, das nächste Video lädt hoch. Ich weiß nicht, wie lange ich noch Datenvolumen gebucht hatte. Und jetzt dieses Video läuft danach auch nochmal hoch, damit ihr Aufklärung habt. Ja? So, ich war transparent genug und ich war die ganze Zeit scheiße ehrlich. Ich muss mich echt zusammenreißen, nicht zu brüllen. Brüll schon genug. Brüll meine ich, mein Löwenherz, das ist ein Brüllen. Versteht ihr?
egal wie, auch sanftes und liebevolles Brüllen. Das Brüllen. Bei mir ist das Brüllen. Hm. Guck mal, das nehme ich euch noch mit. Ja. Machen wir das Beste draus. Unsere Arche ist Mutter Erde. Und das Göttliche, das müssen wir nur mal annehmen, um hier durchzukommen. In diesem Sinne, bleibt beim Licht und in der Liebe. Ich funktioniere gerade nicht mehr. Das sind so Programme, Muster so ein bisschen. Und dann sage ich, jetzt habe ich gerade so eine alte Maske auf, um mich zu verabschieden, weil ich gerade das Ende dieses Videos nicht weiß, wie ich das gestalten soll. Ups, Teppich. Also ich bin hyperaktiv jetzt gerade, merkt ihr das? Mein ADHS, voll doll. Kann ich gerade nicht, weil ich muss durchhalten. Mein Körper ist voller Adrenalin, um diese Videos hochzuladen. Mir bleibt keine Wahl. Und die Reise geht weiter. Drück mir die Daumen. Ich drücke sie uns. Ich versuche aus dem Herzen für uns alle alles zu geben an Licht, was ich habe. Aber es gibt viele Energien, die mein Licht auslöschen wollen. Und das lasse ich nicht zu. Egal, was jetzt kommt, ich stelle mich denen. Und wenn ich das letzte, mildeste Mittel für mich wahrnehmen muss und vor Gericht lande und endlich mal alles auf den Tisch kommt und ich mich da in dieser Hinsicht mal reinwaschen darf. Und zu allen Miss- und Schandtaten, die ich habe, stehe ich. Ja? Ja? Ich bin immer bestrebt, ein besserer Mensch zu werden. Und jeder, der meine Kanäle verfolgt, weiß, wo mein Herz ist. Jeder, der meinen Garten anguckt, jeder, der meine Wohnung anguckt, weiß, wo meine Seele hängt. Ich wünsche euch allen Seelenfrieden, innere Liebe, Fülle für uns alle. Wir haben alles da, was wir brauchen. Wir müssen nur zusammenrücken, es erkennen und in Liebe das auflösen, was zwischen uns steht. Dafür braucht es die Einsicht, einander die Schlüssel zu überreichen. Ich dachte, ich hätte das jahrelang gemacht. Man versteht mich bis heute nicht. Viele Menschen nicht. Eine Traube von lieben Menschen, die mich hier unterstützen bis heute. Alle Schutzengel. Deswegen bedanke ich mich regelmäßig für alle, die mich unterstützen, egal auf welcher Ebene das irgendwie stattfindet, vor allen Dingen der lieben Andrea, dich benenne ich jetzt. Du stehst ja voll und ganz auch im Chat zu mir. Ich glaube, das geht klar. Du hast das mitgekriegt mit dem letzten Mobbing unter meinem Stream da. Da hast du mich verteidigt. Vielen lieben Dank. Lass uns nicht ködern lassen vom Stöckchen des Teufels, uns da kriegen zu lassen. Wir müssen in Liebe allen Menschen begegnen. Und ich lösche solche Kommentare. Das sind scharfe Schwerter auf meine Seele. Und Leute da draußen haben es so weit getrieben, dass ich fast mein Leben verloren habe. Nicht nur einmal. Und es hält bis heute an, dass mich Leute auf diese Art und Weise versuchen, mein Licht auszumachen. Kehrt um, lasst es sein. Wenn ich dazu gezwungen werde, mich rechtlich zu verteidigen, mache ich das. Ich wünsche mir, dass es nicht sein muss. Das ist vermeidbar. Ich bitte euch, kehrt um. Lasst es bitte sein. Bitte hört auf. Stellt euch vor, es wäre bei den letzten Malen so gewesen, dass ich tot wäre, euch hätte die Nachricht erreicht. Wie würde es euch gehen? Ich möchte euch nicht emotional erpressen, aber stellt euch das doch mal vor, ich wäre nicht mehr da. Was das für euer eigenes Leben und eure Seele bedeutet, wenn ihr erfahrt, scheiße, ich habe mich geehrt und habe richtig Scheiße gebaut. Das wollen wir alle nicht. Ich beschütze meine Nachbarn, ich beschütze die Leute rund um das Schrebergarten-Thema, ich beschütze die Leute rund ums Amt und alles, was mir rauskommt, ich konnte es nicht mehr zurückhalten. Es war mir nicht mehr möglich. Das ist mir nicht mehr möglich. 53%, noch 16 Minuten. Und danach ist dieses Video dran. Endlich kommt alles ans Licht. Endlich. Und ich vertraue darauf, dass die Wahrheit stärker ist. Ich kann gar nicht mehr. Dass die Wahrheit stärker ist als die Lüge. Und dass das nicht bedeutet, dass wir uns anklagen, sondern das Rechtliche weglassen und wir vor allen Dingen als Menschheitsfamilie die Dinge zwischenmenschlich so aufstellen, dass wir miteinander im Frieden mit allem leben können. Wir haben alles da. Wir müssen nur ressourcenschonend umgehen.
Alles braucht seine Zeit, Step by Step. Niemand muss von heute auf morgen irgendwas runterbrechen. Aber ihr würdet sehen, würdet ihr es nochmal ausprobieren, was Natur und Heilung bedeutet. In eigener Garten, die Waldtouren und vor allen Dingen in sich reinzuschauen, wie viele Probleme das im Außen löst. Letztendlich ist alles, was ich da auch lesen durfte, ein Spiegel der Menschen, was sie in mir sehen. Aber das, was sie in mir sehen, ist das eigene Thema. Und das ist das, guckt nach innen, das hat nichts mit mir zu tun. Ich bringe was anderes mit. Ich habe hier wohl irgendwie eine Aufgabe und ich habe mir ausgesucht, komplett zu heilen. Und das ist der Weg, wie es passiert, mit Nahtoderfahrung. Aber ich habe den Rand voll. Mir reicht's. Ich möchte endlich mal Frieden in meiner Seele. Ich bin 44, mir reicht's. Ich brauche jetzt mal langsam Frieden hier auf Erden. Und ich schaff's nicht alleine. Es geht nur im Wir. Also macht weiter mit, bleibt im Licht und in der Liebe. Ich kann gerade nicht anders sprechen. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Und ich habe jetzt noch einen Kraftakt, den Kram zu veröffentlichen. Ich habe kein Geld mehr für meine Medizin. Und ich darf mich jetzt innerlich darauf einstellen, sofern ich keine Spenden erreiche, wie ich damit klarkomme. Diese Dosierung, wenn sie abreißt, meine Struktur, meine Stabilität bricht zusammen, wenn dieser Faden abreißt. Deswegen ist es dringend, ich bitte euch, mir zu helfen. Ihr findet die Sachen unter meinen Videos, wie ihr mir helfen könnt. Es gibt verschiedene Arten. Gut wäre, PayPal komme ich gerade nicht ran. Da müsste ich jemanden bitten, dem ich das überweise, der mir das überweist, weil PayPal mir gesperrt hat. Der hat mir ziemlich schnell nach euren Spenden eine Sperre reingehauen, dass ich nicht mehr abheben darf. Und allerdings kann ich damit noch bezahlen. So, und das nutze ich dann fürs Datenvolumen zum Beispiel auch. Und ja, läuft. Und daher bitte, ich brauche Geld auf meinem Sparkassenkonto oder Essensgutscheine. Sowas hilft mir weiter, aber für meine Medizin bedarf es Geld. Das läuft über einen Arzt. Von mir aus wie beim Schwerbehindertenausweis lese ich und zeige ich euch das auch noch, aber ich decke dann die dementsprechenden Sachen ab. Ich habe die Diagnosen hier, ich habe das alles da, worüber ich geredet habe. Ich habe alles da. Und wenn das erforderlich, beweise ich das öffentlich. Wenn das erforderlich ist, beweise ich das öffentlich. Und damit verabschiede ich mich und bin raus. Ich habe die Schnauze voll. Lass mich albern sein. Ich kann nicht mehr. Ja? Ich muss auch mal mit mir klarkommen jetzt. Das ist jetzt einfach ein Kraftakt, diese Videos zu drehen. Oh, war wahrscheinlich viel zu dunkel. Es ist ein Tod. Alles so unnötig. Und jene, die glauben, dass ich hier nicht aufgehoben bin, genau hier gehöre ich hin. Denn nur hier kann ich die Welt verändern. Ein kleines bisschen mit meinem Puzzlestückchen. Ein kleiner fürs Universum, dass ein bisschen was besser wird. Dafür mache ich das alles, für ein besseres Morgen, damit das aufhört, was zum Beispiel mir jetzt gerade erfährt. Wir könnten einander näher kommen, es müssen aber alle wollen. Und wir gehören zusammen, wir gehören nicht gespalten. Die Gräben sind aus der Vergangenheit. Das sind Illusionsgräben. Schmeißen wir da Mulch rein, so lange bis der Mulch so hoch ist, dass wir da rüber gehen können. Ja? Alles ein bisschen Verstoffwechsel. Das kriegen wir hin. Ich kann nicht anders. Ich brüll. Und ich brüll jetzt leise und ein bisschen albern. Und ich kann nicht anders brüllen, ich bin irgendwie autistisch. Und keiner versteht das, dass ich anders ticke, anders funktioniere, anders denke, anders die Welt wahrnehme. Und ich gebe jedem meinen Schlüsselbund, um mich zu verstehen. Das Problem ist aber, wenn man das nicht glaubt, da eigene Gedanken zu hat, was passiert dann? Man sieht mich nicht und schadet mir mit Vorurteilen, mit Unterstellungen, mit Hass und Hetze. Wenn ihr wollt, ich kann euch Screenshots da mal... Ich würde für euch da noch einmal durchgehen, aber nicht heute. Ich kann da nicht mehr. Ich brauche jetzt Pause, digitale Pause, ganz viel auf der Ebene Videos zu produzieren. Ich kann nicht mehr. Und deswegen auch hier, bitte helft mir. Es reicht. Wie weit soll es noch gehen? Helft mir bitte. So, weiter geht's. Nächstes Video.